prügeln, wenn wir zusammen sind, und der lacht wieder. Oder so unfair Fußball spielen gegen ihn. Er liebt Fußball. Und dann spielst du Fußball und er ist vor dir im vollen Sprint und du gibst ihm Gehfehler und der lacht sich schlapp. Weil er sich dann so voll auf die Fresse fliegt. Hm. Nee, letztes Jahr im Winter. War ja so richtig vereist, ne? Hat er zu meinem zum Weihnachtsfest so. Am 25. kamen sie so zum Ganzessen. Mhm. Also ein Plastikschüssel, so einen neuen Schlitten. Mhm. Und war so eine. Und ich hatte vorher bei uns am Rodelberg. Weißt ja, wo der Rodelberg ist, ne? Ja. Aber so ein Eisrampe gebaut und keiner wollte darüber und der hat wirklich mit seiner Plastikschüssel sich darüber getraut. Ist wirklich 3 Meter hoch geflogen. Mhm. Der Schlitten ist weg und er ist voll auf dem Steiß und das waren dann seine Ferien. Der konnte sich kaum noch bewegen, aber er hat gelacht und nicht geheult. Ja, wenn. Okay, solche Leute verstehe ich nicht. Ich stell mal vor, du bohrst dir so den Steiß in den Hintern. Ja. Dein Team hat gewonnen. Jo, dann haben wir gewonnen. Aber 31 zu 56 geht ja. Gut, dann schaut noch schön auf meinem Kanal, empfiehlt ihn weiter und was man da noch so alles sagt. So, wir sind, glaube ich, auf Level 10 gekommen, oder? Komm, nein? Ja, fast. Okay, naja. Gut, dann noch viel Spaß bei meinen anderen Videos und bei anderen Kanälen. Wiedersehen!